Ja, mein Name ist Luis, ich bin 27 Jahre alt und ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen im Master an der FH Münster in Steinfurt am ITB. Und ja, jetzt werde ich ein halbes Jahr, also ein Semester hier in Spanien, in Huelva wohnen und studieren. Hallo und liebe Grüße aus Huelva. Ich bin gerade auf dem Weg zur Uni und die zeige ich euch heute mal. Die Uni ist aufgeteilt auf zwei Standorte. Ein Standort direkt in der Stadt, der heißt La Merced, und ein anderer Standort, der ca. 20-30 Minuten zu Fuß weit weg ist, der heißt El Carmen, und das ist der wesentlich größere Standort. Und ich bin jetzt auf dem Weg zu La Merced. Also mein Hauptgrund war, dass ich gerne Spanisch lernen möchte und mein Spanisch verbessern möchte. Deswegen habe ich mich für Spanien entschieden. Ich habe in Münster jetzt letztes Semester einen Spanischkurs A1 gemacht und habe dann gesagt, okay, um jetzt noch weiter Fortschritte zu machen, ist es am allerbesten, nach Spanien zu gehen. Das war der Hauptgrund tatsächlich. Also für mich hier, für Deutsche ist das hier unten in Huelva wirklich verlängerter Sommer. Das ist unglaublich. Also Huelva ist ganz, ganz weit südlich in Spanien, südwestlich am Atlantik. Und wir haben hier immer noch 25 Grad tagsüber und man kann immer noch bis 12, 1 Uhr mit T-Shirt und kurzer Hose draußen sitzen und Tapas essen. Also wer Spaß an gutem Wetter hat und an leckerem Essen und lange draußen sitzen, für den ist das genau der Spot. Aus meiner Erfahrung heraus würde ich als allererstes sagen, dass es vielleicht am Anfang kompliziert erscheint, aber es ist wirklich einfacher, als man denkt. Man kriegt überall Unterstützung im International Office und es sind wirklich nur ein paar Dokumente, die man ausfüllen muss, und dann hat man quasi die ganze Bürokratie schon erledigt. Und was es bringt, ich denke mal, wenn man Spaß an unterschiedlichen Kulturen hat und an anderen Ländern, dann ist das eigentlich das Allerbeste, was man machen kann während des Studiums. Ich glaube, so eine Möglichkeit bekommt man in seinem restlichen Leben gar nicht mehr, für so lange Zeit mit einer Unterstützung eben ins Ausland zu gehen und wirklich andere Länder und andere Kulturen über 5 Monate lang kennenzulernen. Natürlich ist es auch das Beste für die Sprache. Ich denke mal, ich sag mal, Schulunterricht ist das eine, aber wirklich die einheimischen Leute zu verstehen, wenn die Spanisch sprechen oder auch irgendeine andere Sprache, das ist nochmal was anderes. Also ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Informiert euch und dann werdet ihr sehen, dass es alles wesentlich einfacher ist, als man am Anfang denkt. Hasta luego!